Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ein schwieriges Thema. Die hohen Corona-Zahlen, die haben bei vielen die Furcht wachsen lassen, dass Kliniken ihre Patienten aussortieren, selektieren müssen im Notfall. Wer bekommt also Hilfe? Wer wird beispielsweise noch beatmet, wenn nicht für alle Patienten ein Beatmungsgerät vorhanden ist? Menschen mit Behinderung sahen sich hier im Nachteil möglicherweise und zogen vor das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht sah durchaus Handlungsbedarf und hat im letzten Dezember die Politik verpflichtet, unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderung im Falle einer sogenannten Triage zu treffen, also wenn in Notfällen medizinisch ausgewählt werden muss. Es gibt jetzt einen Gesetzentwurf aus dem Hause von Karl Lauterbach zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um das jetzt sicherzustellen. Wir haben heute mit einem wichtigen Gesetz zu tun, wo es um die Belange von Menschen mit Behinderungen geht. Und daher möchte ich zunächst einmal ganz herzlich auch den Beauftragten der Bundesregierung für Belange von Menschen mit Behinderungen ganz herzlich hier begrüßen. Es geht um die Allokation, die Zuteilung von knappen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, sogenannten Zuteilungsentscheidungen, im Volksmund auch Triage genannt. Und da lassen Sie mich jetzt einmal vorweg sagen, Gott sei Dank ist es so gewesen, dass wir im Rahmen der Pandemie die Triage nie praktizieren mussten. Ich möchte mich daher vorab bei allen Ärztinnen und Ärzten, bei allen Pflegekräften, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere auf den intensivmedizinischen Stationen, ganz herzlich bedanken, dass wir das nie notwendig gehabt haben. Das ist nur möglich gewesen durch die herausragende Leistung, die dort gebracht worden ist und immer noch gebracht wird. Die Pandemie ist ja nicht vorbei. Ohne Ihre Leistung, ohne Ihre Arbeit hätten wir möglicherweise die Triage schon praktizieren müssen. Daher danke von dieser Stelle hier für das, was Sie uns getan haben. Sie haben es uns erspart. Durch Ihren Einsatz haben Sie es uns erspart, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Worum geht es hier? Zunächst einmal, es geht im Wesentlichen um das Infektionsschutzgesetz und um übertragbare Krankheiten. Jetzt kann man sagen, die Pandemie ist doch schon fast vorbei. Naja, zum einen, sie ist noch nicht vorbei und zum zweiten, wir leben im Zeitalter der Pandemien. Durch die globale Erwärmung, durch den zunehmenden Verkehr, durch die Bevölkerungszuwächse müssen wir mit mehr Pandemien und Infektionskrankheiten rechnen. Daher müssen wir besser vorbereitet sein auf solche Zuteilungsentscheidungen, als wir das in der Vergangenheit gewesen sind, sodass wir sicherstellen können, dass solche Zuteilungsentscheidungen auch getroffen werden unter der Berücksichtigung von ethischen Aspekten. Und lassen Sie mich daher voll und umfänglich in den Vordergrund stellen, worum es bei diesem Gesetz hier geht. Man kann sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob beispielsweise die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Menschen bei der Zuteilung von Medizin eine Rolle spielen soll oder nicht, ob man Medizin praktiziert, indem eben solche Kosten-Nutzen-Überlegungen gemacht werden oder nicht. Das kann man ethisch sehr unterschiedlich diskutieren. Da gibt es utilitarische Positionen, da gibt es Positionen im Sinne von Kant. Aber eines ist immer unethisch. Eines ist immer unethisch. Und zwar, wenn Menschen mit Behinderungen benachteiligt werden. Niemand darf benachteiligt werden, wenn er medizinische Versorgung auf der Intensivstation benötigt, nur weil er ein Mensch mit Behinderungen ist. Das ist unethisch und das wollen wir mit diesem Gesetz sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommen kann. Daher ist es so, dass bei den Entscheidungen, wer jetzt versorgt wird, ja oder nein, dass dabei nur medizinische Aspekte eine Rolle spielen dürfen, nämlich wie ist im Moment der Krankheitsverlauf. Aber Vorerkrankungen oder Behinderungen können keine Rolle spielen. Das stellen wir hier klar. Somit kann es nie so sein, dass jemand, der in eine Lage gekommen ist, wo er sich jetzt behandlungsbedürftig findet, dann keine Versorgung bekommt, nur weil er behindert ist. Das wird nicht vorkommen, das kann nicht passieren. Und wir werden darüber hinaus auch Folgendes sicherstellen. Derjenige, der jetzt schon versorgt wird, der kann sich auf die weitere Versorgung verlassen. Das heißt, wir werden keine sogenannte Ex-Post-Triage zulassen. Wir wollen das System so praktizieren, derjenige, wo die Versorgung schon begonnen hat, der muss sich auch darauf verlassen können, dass diese Versorgung legeartig zu Ende geführt wird, sodass wir nicht in eine Situation kommen, wo wir unerträglicherweise Versorgung beenden, um sie einem anderen Menschen zukommen zu lassen. Diese Form der Ex-Post-Triage halte ich auch für unethisch. Daher wird die hier nicht vorgesehen sein. Die ist ausgeschlossen durch das Gesetz, was wir heute vorlegen.
Lassen Sie mich schließen, indem ich darauf hinweise, das Beste, was man der ex post oder ex ante Triage entgegensetzen kann, ist eine gute Vorbeugung. Und eine gute Vorbeugung läuft darauf hinaus, dass wir tatsächlich die Kapazitäten verbessern müssen, planen müssen. Wir haben da ja große Krankenhausgesetze vor uns, die auch dafür sorgen werden, dass die Pflegekräfte nicht in ständiger Überlastung arbeiten müssen, dass wir sicherstellen können, dass wir genug Kapazität am Platz haben. Wir werden daher das Gesetz evaluieren, wir werden aber auch gleichzeitig mehr unternehmen, um die Krankenhäuser von solchen Leistungen zu befreien, die eigentlich auch ambulant gemacht werden könnten, sodass wir für die eigentlichen intensivmedizinischen Versorgungsfälle auch die Kapazität haben und das nicht mehr machen müssen zulasten der Pflegekräfte und der Ärzte. Daher bitte ich Sie um die Zustimmung für dieses wichtige Gesetz und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, die Regelungen sollen durch eine Änderung in das Infektionsschutzgesetz mit hineingenommen werden. Also bei der Entscheidung, wer versorgt wird oder nicht, soll nur aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit eine Rolle spielen, eben nicht Behinderung, Gebrechlichkeit, Alter, ethnische Herkunft oder Religion. Zum Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung in Triage-Situationen hat Kritik von allen Seiten auf sich gezogen. Und deswegen kritisiere ich auch zum Anfang, wie dieses Gesetz überhaupt zustande gekommen ist. Sie haben als Ampel in der Koalitionsvereinbarung den Menschen mit Behinderungen versprochen, dass bei Gesetzen, die Sie betreffen, Sie auch intensiver beteiligt werden sollen. Und die Anhörung hat gezeigt, dass alle unisono, alle Behindertenverbände gesagt haben, sie seien nicht entsprechend beteiligt worden. Und das finde ich sehr kritisch, gerade wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, die es betrifft, meine Damen und Herren. Aber auch andere Gruppen wurden nicht beteiligt. Auch die Ärzte beklagen die fehlende Diskussion. Und manche Kolleginnen und Kollegen der Ampel, da bin ich sicher, hätten sich auch gewünscht, dass es eine breitere Diskussion geben würde. Und die einen, weil sie vielleicht das Verbot der Ex-Post-Triage anders sehen, die anderen, weil ihnen der Diskriminierungsschutz nicht ausreichend erscheint. Auch in meiner Fraktion, will ich zugeben, gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Und deswegen hätte ich es mir gewünscht, dass heute der Fraktionszwang der Ampel aufgehoben worden wäre, sodass jeder nach seinem Gewissen bei so einer hochethischen Entscheidung hätte entscheiden können, liebe Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen. Stattdessen haben Sie 8 Monate gebraucht, einen Gesetzentwurf vorzulegen, den Sie dann innerhalb von 3 Sitzungswochen durch das Parlament gepeitscht haben. Noch am Dienstag nach Dienstschluss haben wir als Ausschussmitglieder kurz vor 18 Uhr Ihre Änderungsanträge erhalten, über die wir dann am Mittwochmorgen entscheiden mussten, ohne mit anderen da noch mal Rücksprache zu nehmen. Allerdings freue ich mich, dass bei den Änderungsanträgen unsere Anregungen teilweise wenigstens aufgenommen worden sind. Zum Beispiel, dass entschieden wird, dass Ärzte rechtmäßig und rechtswidrig triagieren, wenn eben noch sie verlegt werden können und jetzt das Krankenhaus es entscheiden muss. Das stand vorher gar nicht in dem Antrag drin. Und was wir auch gut finden, ist, dass Sie endlich eine Meldepflicht über die durchgeführten Triagen einführen. Allerdings, und das muss ich an dieser Stelle auch sagen, beheben diese wirklich guten Anträge, wir haben denen ja zugestimmt, leider nicht die zentralen Fehler des Gesetzentwurfs. Es geht weiterhin nur um Triage-Situationen, die aufgrund einer Infektion entstehen. Triage-Situationen, die wegen Naturkatastrophen, Krieg oder Terroranschläge entstehen, bleiben ungeregelt. Und hier besteht doch aus meiner Sicht genauso die Gefahr einer Diskriminierung und deswegen hätte man das logischerweise auch mitregeln müssen, meine Damen und Herren. Der nächste Mangel ist, dass der Entwurf zwar Vorschriften wie Meldung, Dokumentationspflicht, mehr Augenprinzip, Facharzterfordernis enthält, aber keine Sanktionen. Das Infektionsgesetz enthält ansonsten sehr viele Bußgeld- und Gefängnisstrafen. Ich nehme mal ein Beispiel. Nach § 73 Infektionsschutzgesetz wird ein Arzt, der den Verdacht einer Erkrankung in Masern nicht richtig meldet, mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro bestraft. Meine Damen und Herren, bei einer Frage, wo es um Leben oder Tod geht, und das ist ja eben diese Entscheidung über Triage, soll es keinerlei Sanktionen geben? Das verstehe ich nicht und das verstehen auch die Betroffenen nicht. Und ein letztes.
Zur Aus- und Weiterbildung des medizinischen Personals vertrösten Sie uns im Begründungsteil auf später. Ich frage mich tatsächlich, warum der gerade vorliegende Referentenentwurf bei der aktuellen Überarbeitung der Approbationsordnung die sogenannten behinderungsspezifischen Besonderheiten nicht wie vom Verfassungsgericht gefordert aufgenommen hat. Meine Damen und Herren, unter diesen Voraussetzungen, unter der mangelnden Beteiligung der Betroffenen, können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt Hubert Hüppe für die Unionsfraktion, die einen eigenen Entschließungsantrag noch einbringt und die Kritik darin noch mal formuliert, dass eben das Gesetz nur die Triage bei Infektionskrankheiten regelt und nicht beispielsweise auch für Fälle von Naturkatastrophen oder Terroranschlägen. Es gab auch bei der Grünen-Fraktion Vorbehalte gegen diesen Gesetzentwurf. Hören wir mal Kirsten Kappert-Gonter. Heute beschließen wir ein Gesetz, von dem wir alle hoffen, dass es niemals zur Anwendung kommt. Ein Gesetz, was im Übrigen nur für eine ganz spezielle Situation im Rahmen von Pandemien gilt. Die Klage von Menschen mit Behinderung vor dem Bundesverfassungsgericht hat bereits viel Wichtiges in Gang gesetzt. Die Debatte um ein diskriminierungsfreies Gesundheitswesen ist nicht nur eröffnet, sie trägt bereits Früchte. Worum geht es nun konkret heute? Wenn zwei Personen zugleich in eine Notaufnahme kommen und nur ein Intensivbett zur Verfügung stünde, wer bekommt es? Wie wird entschieden? Das ist ein ethisches Dilemma. Das Bundesverfassungsgericht nun hat uns beauftragt, genau hierzu ein Gesetz zu erlassen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schwierig. Es gilt nun im Wesentlichen das Kriterium der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit, ergänzt durch zahlreiche prozedurale Sicherheitsmechanismen, damit eben nicht zulasten von alten Menschen, von Menschen mit Behinderung entschieden wird. Und dieses Kriterium hat im Übrigen auch das Bundesverfassungsgericht ja bereits in seinem Urteil vorgeschlagen. Infolge der Anhörung nun haben wir einige sehr wichtige Änderungen vorgenommen. Es wird nun klargestellt, dass eine Triage nur dann erfolgen darf, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft und das Kleeblattprinzip angewendet wurde. Käme es zu einer Zuteilungsentscheidung, muss diese dokumentiert und gemeldet werden. Das sorgt für Transparenz. Und es wird klargestellt, dass bei dem Ausschluss der Ex-Post-Triage selbstverständlich Therapieplanänderungen weiter möglich bleiben. Zudem, und das halte ich für absolut entscheidend, haben wir beschlossen, dass dieses Gesetz evaluiert wird. Es soll überprüft werden, ob das Gesetz und das Kriterium der Beurteilung der Zuteilungsentscheidung auch über den Fall der Zuteilungsentscheidung hinaus erstens womöglich mittelbar zur Diskriminierung führt und zweitens im medizinischen Alltag sinnvoll und praktikabel ist. Und wenn das Ergebnis dann vorliegen wird, muss entschieden werden, inwieweit das Gesetz überarbeitet werden muss. Ist es nun mit diesem heutigen Beschluss getan? Nein. Wir wollen grundsätzlich zu einem inklusiven, barrierefreien Gesundheitswesen kommen. Und darum wird dafür ein Aktionsplan entwickelt werden. Darin soll im Übrigen auch die Vortriage, besonders in Pflegeheimen, ehrlich thematisiert werden. Quintessenz. Im besten Fall beschließen wir heute ein Gesetz, was niemals angewendet werden muss, und geben den Startschuss für einen gemeinsamen Weg zu einem Gesundheitssystem, in dem alle Menschen die Hilfe finden, die sie benötigen. Vielen Dank. Kirsten Kappert-Gonter war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Martin Sichert spricht jetzt. Es kommt für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Martin Sichert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Ihr Gesetz kostet Menschenleben. Dass Sie weiter an diesem Gesetz festhalten, obwohl nicht nur wir, sondern auch zahlreiche renommierte Institutionen wie die Bundesärztekammer oder das Max-Planck-Institut seit Wochen warnen, sagt viel über Sie aus. Es geht Ihnen nicht um Menschenleben. Es geht Ihnen nicht um Menschenleben, sondern nur um die Durchsetzung von bürokratischer Kontrolle. Mit dem Verbot der Ex-Post-Triage blockieren Sie den gesunden Fachverstand der Ärzte und ersetzen ihn durch eine bürokratische, lebensfeindliche Regelung. Angenommen, alle Intensivbetten sind belegt.
Und in einem Bett liegt ein 100-jähriger Mann ohne großen Lebenswillen, bei dem man absehen kann, dass er höchstwahrscheinlich sterben wird. Nun kommt eine 25-jährige alleinerziehende Mutter, die eine 99-prozentige Überlebenschance hat, wenn sie behandelt wird. Bisher hätte der Arzt dann mit dem 100-Jährigen oder dessen Angehörigen gesprochen, um zu erreichen, dass dieser auf die Palliativstation verlegt wird und das Intensivbett frei wird. Nach Ihrer Regelung läuft der Arzt nun Gefahr, dafür strafrechtlich belangt zu werden. Ihre Regelung tötet die junge, alleinerziehende Mutter. Ihre Politik kostet Menschenleben und macht Kinder zu Waisen. Das ist völliger Wahnsinn, aber der Wahnsinn ist bei Ihnen Programm. Dieses Gesetz ist Ausdruck tiefen Misstrauens gegenüber den Ärzten. Sie wollen mit bürokratischen Regeln den Ärzten die Möglichkeit nehmen, zum Wohl der Patienten zu entscheiden. Und dieses Gesetz ist kein Einzelfall. Es ist Ausdruck des allgemeinen Misstrauens der Regierung gegenüber jedem Bürger. Entscheidungsfreiheit und gesunder Menschenverstand sind für Sie ein Horror, weil Sie das nicht kontrollieren können. So wie jede zwischenmenschliche Beziehung in die Brüche kriegt, wenn einer der Partner einen Kontrollwahn entwickelt, so machen Sie mit Ihrem Kontrollwahn die Beziehung von Bürgern und Staat zu einer toxischen Beziehung. Mit der Verschärfung des § 130 verbieten Sie den Bürgern, über Kriegsverbrechen zu sprechen, obwohl das der Menschenrechtskonvention widerspricht. Mit den Corona-Impfpflichten nötigen Sie die Menschen zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment, obwohl auch das der Menschenrechtskonvention widerspricht. Sie träumen davon, mit Vermögensabgabe, Lastenausgleich und Bürgergeld den erfolgreichen Bürgern das Geld wegzunehmen und alle Bürger vom Staat abhängig zu machen. Diese Bundesregierung ist der Inbegriff des übergriffigen Staates. Ihre Politik kostet die Menschen Wohlstand, Freiheit und sogar Menschenleben, wie der vorliegende Gesetzesentwurf. Aber das ist Ihnen vollkommen egal, solange es Ihrem Ziel dient, die Menschen kontrollieren und überwachen zu können. Nicht die erfolgreichen Bürger, die Sie von der Regierung und den Linken so gern bekämpfen, sind das Problem der Gesellschaft. Das Problem sind die Bürokraten, die in ihrem Kontroll- und Regulierungswahn jegliche Freiheit, Vernunft und Wettbewerbsfähigkeit im Keim ersticken. Weil Sie Meinungsfreiheit hassen, wollen Sie alles zensieren, was nicht in Ihr Weltbild passt, und hetzen dazu sogar gegen Ausländer wie Elon Musk. Um es klar zu sagen, den sozialen Frieden in Deutschland gefährden nicht die Meinungsfreiheit oder Elon Musk. Den sozialen Frieden in Deutschland gefährden Olaf Scholz und die Bundesregierung. Ich bin Vertreter der AfD. Unser Weltbild ist das eines Staates, der den Bürgern vertraut, eines Staates, der den Menschen Eigenverantwortung, Freiheit und Wohlstand ermöglichen will. Und dass das den Grünen nicht passt, das ist schon klar. Wir werden dieses Gesetz ablehnen, weil dieses Gesetz vom Geist eines übergriffigen Staates geprägt ist. Und deswegen können wir dem nicht zustimmen und hoffen, dass Sie endlich auch mal davon wegkommen, ständig die Bürger bis ins Letzte kontrollieren zu wollen. Vielen Dank. Katrin Helling-Plasch spricht jetzt zu uns für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jeder Mensch, wir alle, haben Vorurteile, negative und positive. Wir stecken die Welt um uns herum in Schubladen, denken in Stereotypen. Bewusst, gerade aber auch unbewusst. Wir können uns davon nicht frei machen, dass solche Mechanismen unsere Gedanken, Entscheidungen und Handlungen beeinflussen. Auch wenn wir die beste Absicht haben, vollkommen diskriminierungsfrei zu agieren, kann das passieren. Im höchsten Maße problematisch ist eine unbewusste Stereotypisierung selbstredend dann, wenn sie die Entscheidung über Leben und Tod beeinflusst, wenn bei einer Entscheidung über die Zuteilung begrenzter intensivmedizinischer Ressourcen aufgrund falscher Annahmen falsche Schlüsse gezogen werden. Diese Gefahr bestünde, so hat es das Bundesverfassungsgericht festgestellt, derzeit bei einer pandemiebedingten Triage zum Nachteil von Menschen mit Behinderungen und Komorbiditäten.
Erfreulicherweise musste eine solche Triage-Entscheidung in der Vergangenheit nicht getroffen werden. Und wir werden als Politik natürlich alles daran setzen, dass das auch in Zukunft nicht der Fall sein wird. Dennoch hat uns das Bundesverfassungsgericht absolut zu Recht aufgefordert, für künftige Pandemiesituationen vorzubauen, unserer Schutzpflicht gerecht zu werden und Diskriminierungsrisiken zu minimieren. Gegen unbewusste Stereotypisierung hilft, wenn man es besser weiß. Deshalb ist es jede Anstrengung wert, gemeinsam mit der Ärzteschaft darüber zu sprechen, wie Aus-, Fort- und Weiterbildung mit Blick auf Fachwissen, insbesondere zu behinderungsspezifischen Besonderheiten, zu optimieren sind. Darüber hinaus werden wir unserer Verantwortung als Gesetzgeber gerecht, indem wir im Infektionsschutzgesetz konkrete Verfahrensvorgaben für den hoffentlich nie realen Fall der Fälle machen. Im Infektionsschutzgesetz, Herr Kollege Hüppe, übrigens deshalb, weil wir uns als seriöser Gesetzgeber in einem föderalen Rechtsstaat selbstverständlich im Rahmen unserer Gesetzgebungskompetenz bewegen. Das bedeutet ja nicht, dass unsere Entscheidungen nicht auch in andere Bereiche ausstrahlen können. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass eine Triage-Entscheidung gefällt werden muss, dann ist es richtig, dass anhand der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden wird. Dieses Kriterium hat das Bundesverfassungsgericht explizit als grundgesetzkonformes Kriterium genannt. Und nur dieses Kriterium löst den nur vordergründigen Widerspruch auf, dass einerseits ein Leben genauso viel wert ist wie das andere, dass wir Leben weder bewerten können noch wollen, dass wir aber andererseits so viele Menschenleben retten möchten, wie es eben geht. Richtig zur Absicherung für alle Beteiligten ist dann auch, dass, wenn es dazu kommt, qualifizierte Ärzte in einem Vier-Augen-Prinzip entscheiden müssen und bei Begleiterkrankungen oder Behinderungen zudem noch ein fachlich insoweit besonders versierter Mediziner hinzugezogen werden muss. Wichtig war und ist mir aber auch, dass wir von Ärztinnen und Ärzten nichts Unmögliches verlangen, dass sie sich dann, wenn zwei Rettungspflichten kollidieren und sie rein tatsächlich aber nur eine erfüllen können, sicher sein können, dass sie sich auch künftig nicht strafbar machen. Rechtfertigende Pflichtenkollision nennt sich das in der Rechtssprache. Die Lage ist für Ärztinnen und Ärzte, die in solche Situationen geraten, solche Entscheidungen treffen müssen, hart genug. Da müssen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, auch nicht noch mit neuen kleinstteiligen Sanktionsregeln hinterhergehen und den Ärzten zusätzlich drohen. Unser Strafgesetzbuch, das haben wir bereits. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das heute hier vorliegende Gesetz ein gutes Gesetz. Es sind nun einmal ethisch höchst schwierige Abwägungsfragen, denen wir uns zu stellen hatten und die wir entschieden haben. Und ich finde, das haben wir sehr verantwortlich getan. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, da kann ich Ihre Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Das haben wir angesichts der Gewichtigkeit der Thematik auch äußerst zügig getan. Es wäre absolut unverantwortlich gewesen, solche Fragen mal eben hoppla hopp, mir nichts, dir nichts, irgendwie abzuhaken. Bei einer solch gewichtigen Fragestellung im Kontext Leben und Tod ist, wie ich finde, wirklich Demut angezeigt. Es ist deshalb richtig, dass wir noch einmal eine umfassende Evaluation unserer Regelung und ihrer Auswirkungen explizit vorgesehen haben, die auch dann stattfindet, wenn das Gesetz gar nicht zur Anwendung kommt. Denn das ist und bleibt unser vorderstes Ziel. Vielen Dank. Ja, ein Gesetz, von dem eigentlich alle hoffen, dass es nie zur Anwendung kommt, dass eine Triage praktiziert werden muss, die ja hier geregelt wird im Falle von Infektionskrankheiten wie beispielsweise eben Covid-19. Sören Pellmann jetzt für Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im heutigen weltweit ersten Triage-Gesetz geht es um nichts Einfacheres als Leben und Tod. Um gesellschaftliche Grundfeste und den Umgang mit den vermeintlich Schwächeren unserer Gesellschaft. Vorab, wir müssen das Bundesverfassungsgericht und den notwendigen Schutz des Lebens von Menschen mit Behinderungen sehr ernst nehmen. Aber statt fraktionsübergreifend und ohne Zwänge, wie zum Beispiel bei der Sterbehilfe, bei der Pränataldiagnostik mit breiter gesellschaftlichem Diskurs Lösungen zu finden, peitschen Sie dieses Gesetz heute durch.
Mängel wie fehlende spezifische Weiterbildung, externe und unabhängige Kontrollinstanzen sowie unabhängige, öffentliche, barrierefreie Beratungsangebote, Beschwerdestellen und. All das fehlt. Das zeigt eins: Die umfassende Beteiligung vielfältiger Akteure wäre deutlich wichtiger gewesen. Ein Alarmsignal ist es aber, wenn die Beauftragten und Herr Dussel, schön, dass Sie heute hier sind, für Menschen mit Behinderung des Bundes sowie der Länder vor der Sitzung ein gemeinsames Statement abgegeben haben. Und ich zitiere aus diesem. Aus Sicht der Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern hat die Anhörung deutlich gemacht, dass es schwerwiegende Diskriminierungsrisiken gibt. Insbesondere die Einlassung des Vertreters der Bundesärztekammer, nach der die Abwägung der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nach medizinischen Kriterien fast unmöglich sei, führt zu erheblichen Bedenken. Zitat Ende. Menschen mit Behinderungen nennen deswegen dieses Gesetz auch Selektionsgesetz, da die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit ein ungeeignetes Kriterium sei. Sie meinen weiter, mathematisch sollen mehr Leben gerettet werden, aber das Gesetz opfert die von der Mitte als schwach angesehenen. Zahlreiche prominente Menschen mit Behinderungen sehen dieses Prinzip daher als Survival of the Fittest. Heute ist auf der Tribüne eine der Klägerinnen, damals aus Karlsruhe, Carola Nacke, anwesend. Sie hat einen Sohn mit dem Down-Syndrom. Auf meine Frage an Sie, wie Sie diesen Gesetzentwurf einschätzt, sagte sie sehr deutlich. Ich zitiere sie. Die subjektive Beurteilung der Überlebenschance führt zur Aussortierung. Damit mehr Menschen gerettet werden können, werden die Schwächsten von der Mitte der Gesellschaft geopfert. In unserer Verfassung ist jedes Leben aber gleich viel wert. Dieses Gesetz ist ein Zivilisationsbruch. Zitat Ende. Für die Linke gibt es viele unterschiedliche Gründe, heute dieses Gesetz abzulehnen. Es ist auf unterschiedlichsten und verschiedenen Ebenen mangelhaft. Lassen Sie uns diesen Entwurf heute ablehnen und mit dem breiten Diskurs neu beginnen. Dabei muss auch eine Lösung für das Problem gefunden werden, dass Menschen insbesondere während der Corona-Pandemie zuhauf passiert ist, dass sie nämlich gar nicht erst ins Krankenhaus gebracht wurden. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss mit einem Zitat, was Carola Nacke gern verwendet, von Gustav Heinemann. Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Mitglieder verfährt. Es geht für uns alle um das Wichtigste, um unser Leben. Vielen Dank. Ja, Sören Pellmann war das für die Linke, auch wenn die Linke dem heute nicht zustimmen wird. Das Gesetz, mit dem die Bundesregierung ja reagiert auf die sogenannte Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das wird heute hier mit der Mehrheit mutmaßlich der Ampelkoalition abgestimmt und beschlossen werden. Das war's für heute hier aus dem Bundestag. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier live im Plenarsaal ab 8:45 Uhr. Aber bleiben Sie jetzt heute auch weiter bei Phoenix. Thanks.